Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man zum Beispiel die Figuren richtig ausschnitt für ein Video und wie ihr die Figuren in HD hinbekommt und halt nicht so verpixelt und so hinbekommt. Das ist jetzt nicht für solche Videos wie MSP-Wetten gedacht, sondern eher solche Videos wie zum Beispiel mein anderer Account macht, der heißt Skullboom. Den habe ich schon länger. Ich zeige ihn euch mal. Also das ist mein anderer Account und ich mache da halt andere Videos so mit solchen Figuren. Also ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Wenn nicht, guckt einfach mal vorbei. Also ich zeige euch jetzt, wie ihr HD-Figuren machen könnt und ja. Also erstens müsst ihr halt erstmal ein Bild machen, geht auf Movietown, Artbook, das Übliche, neues Artbook erstellen. Okay, so, die meisten benutzen jetzt diesen Hintergrund, diesen grünen Hintergrund mit den Herzchen. Ja, das lädt gerade irgendwie, leckt das ganz schön. Wenn ihr das jetzt für so ein Video nehmen möchtet, ist es auch gut, eher sowas, also den Hintergrund mit den grünen Herzchen da zu nehmen. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel für euer YouTube-Kanal-Banner eine Figur braucht, die in HD ist und so, ist es am besten, ihr nehmt einen einfarbigen Hintergrund, nicht den hier, den benutze ich meistens für Videos. Am besten ist, ihr nehmt hier so ein. Oh, jetzt lädt das. Ja, ich nehme jetzt einfach mal den hier. Also, wenn ich ein Video mache, also ihr müsst immer darauf achten, dass ihr die Farbe nicht an euren Klamotten oder so habt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein grünes Outfit anhabe und diesen grünen Hintergrund nehme, geht das natürlich nicht, weil dann die Klamotten in dem Video verschwinden. Weil ihr die ja dann, ich sag mal, mit wegmacht. So. Also, ihr habt ja die Figur. Die meisten machen es so, die machen die Figur jetzt einfach so groß. So, dann machen die eine Animation. Nehmen wir mal die hier. So. Und dann fotografieren die das ab. So, falsch. Ich mache es so. Ich drehe die Figur. Nicht verwirren lassen, einfach weiterschauen. und mach sie so groß wie möglich. Also nicht zu groß, die muss hier noch hinpassen. So, mach sie circa so groß. Okay. Und jetzt nehme ich einfach eine andere Figur und tue die. Wo ist die andere Figur? Hier. Gut, tue die in die Ecke, so. Brauche ich nicht. Dann habe ich erste Variante, wenn ihr jetzt keinen Mac habt, wie ich. Kein MacBook, kein iMac, also halt kein Mac, ne? Dann ist es am besten, dass ihr, wenn ihr so ein Schneideprogramm habt, ich habe jetzt hier Photo Escape X. Das wäre die erste Variante. Öffnet ihr das einfach. Jetzt lädt das. Oh. So, gehe ich auf Screen Capture, oder wie es heißt, ja. So, schließe das hier, mache hier Capture Video, so, und tue hier das einfach so, wie ich das will. So, und lasse es dann los. Und hier ist dann das Bild, und das drehe ich dann einfach. Und dann kann ich das schon benutzen. Das wäre die erste Variante. So, die zweite Variante für die Mac-User. Für die Mac-Nutzer. Oh Mann. Nerv nicht. So, die zweite Variante für die Mac-User wäre, ihr drückt einfach, wartet, ich zeig's euch. Ihr drückt einfach, ich nehme jetzt mal die erste hier,
hier alles gleichzeitig halt, dieses CMD, das hier vorne neben der Leertaste, drückt gleichzeitig diesen Pfeil, der nach oben geht, nicht der mit dem komischen Ding da unten, sondern der hier, und drückt auch gleichzeitig mit auf die 4 hier. So, dann erscheint nämlich das hier. Hier, wie ihr sehen könnt jetzt so auf dem lilanen, das ist jetzt meine Maus. Die ist jetzt wie so ein Ding halt geformt. Und ich kann das einfach fotografieren. Und hier erscheint das dann auf meinem Bildschirm. Und wenn ich das halt anklicke, öffnet sich das in groß. Jetzt habe ich das Problem, dass das halt, ich sag mal, falsch rum ist. Es liegt seitwärts. Öffne ich einfach wieder dieses Foto-Escape oder benutze es so und drehe das dann halt im Programm. Aber ich mache es meistens so. Gehe auf Editor. So. Ziehe das hier rein. Gehe hier drauf. Gehe auf Save. Save to. Saved. Okay, das habe ich dann auch schon. Okay, gut. Also, ja, das wären die Varianten halt. Und ja, ich will das jetzt nicht speichern. Nein. Okay, also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr zum Beispiel den Hintergrund in irgendeinem bestimmten Programm wie Sony Vegas, Adobe After Effects wegbekommt oder zum Beispiel Pixel Air Express oder nur Pixel Air Editor, dann kann ich euch da helfen. Ich mache ja selber hier meine Banner. Ich zeige euch mal kurz das von meinem jetzigen Account Scarlett. So, das ist mein jetziges Banner, das habe ich selber gemacht. Ich mache auch so Banner wie sowas hier. Das ist von meinem anderen Account, das Banner. Wenn ihr wissen wollt, wie sowas geht, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich zeige es euch. Ich zeige euch auch, wie ihr die richtigen Größen hinbekommt. Und weil die meisten machen sowas nicht. Die meisten sagen das nicht, weil sie es für sich behalten wollen, warum auch immer. Ja, also ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie andere Sachen gehen, dann fragt mich einfach, schreibt in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann tschüss, bis bald.